Ogres. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Zeit für Freunde mit unserem Hans de Jong, der hier mit dieser wunderschönen Anne ein wenig rumflirtet. Wir haben einen sehr sinnlichen Austausch und wir versuchen sie noch ein wenig weiter zu betören, dass wir gut bei ihr ankommen. Ich hoffe mal, dass es gut klappt. Und wir halten noch so ein bisschen Händchen und alles. Also sie, schlechte Noten. Ist jetzt Dreier-Schüler. Und wir werden dann noch einfach sie jetzt küssen. Händchen halten. Sie reagiert auf alles echt positiv. Und der Kuss. Perfekt. Und jetzt haben wir Nummer 5 von 10. Yippie-yay. Und Nein. Ich möchte mit dir einfach nur Freund sein. Kann ich das jetzt schon sagen sofort? Bitte nur Freund zu sein. So, dann haben wir nämlich keine Probleme mit ihr, dass sie rumstresst. Na, so, ich wollte dich eigentlich nur knutschen. Das war so mein Ziel. Hoffentlich ist das voll in Ordnung. Und ich finde es total toll. Aber ich habe halt so eine Wette am Laufen. Ja, ja, voll okay. Das ist gut. Ich kann das verstehen. Knutschen wollte ich eh schon lange wieder mal. Haben sich entschieden. Okay, keine romantische Beziehung mehr. Und Hallöchen. Okay, dich habe ich schon mal geknutscht. Nein, dann nicht Hallöchen. Haben wir hier noch ein Hallöchen? Ich suche ein Hallöchen. Da ist ein Hallöchen. Aber du bist ein Teenie. Du bist also kein Hallöchen. Da läuft jemand. Die Postbotin. Ich bin jetzt eh gerade total kokett drauf, dann kann mir selbst die Postbotin nicht widerstehen. Nein, ich möchte nicht mit dir unterhalten. Nein. Aus. Hier hin, komm. Hier hin, komm. Komm. So wollte ich das ja gar nicht so. Da ist auch noch jemand. Okay. Yes. Ist überhaupt Single? Und wenn ja, dann möchte ich dich bitte betören. Oh, ich das nicht immer. Farbo Sabe? Ich betören! Garba. Dann machen wir es auch meinetwegen auf die herkömmliche Art und Weise. So ein bisschen cheaten tun wir ja gerade mit dem Betören. Wir können das wohl immer nur in einem bestimmten Abstand. Barobe Fina. Ja, sie reagiert drauf. So mag ich das. Ja, Basani. Camus. Hey, Jambo Yalig. Jabehorn. Haspa. Ich will dich noch küssen. Ja, du hast mir Geld gekriegt. Okay, ich will dich jetzt aber... Warte, du hast wieder Gehaltserhöhung. 10 Simoleons mehr, also 462 Simoleons pro Stunde. Und das heißt, wie viel Geld kriegst du jetzt mehr als Hans oder weniger als Hans? Ja, dieses doofe Scrollding. Das geht einfach nicht. 410, du kriegst mehr als Hans. Wo bin ich? Ich wollte sie doch noch küssen. Ja, genau. Ich wollte sie noch küssen. Erst ein Kuss erleben. Nein, ich gehe, nicht gehen, nicht gehen. Yeah, und da haben wir... Sorry, aus Versehen auf 0 gekommen. Unsere Nummer 6 von 10. Perfekt. Und ich möchte dich auch nur bitten, nur Freunde zu sein. Wir müssen ihr natürlich danach verklickern, dass wir auch einfach nur eine Wette am Laufen haben, dass sonst alles okay ist und wir sonst kein Interesse an der hübschen jungen Dame haben, sondern auch einfach nur knutschen wollen. Und dich haben wir, glaube ich, schon geküsst. Vena Garza Web. Ich schau nochmal. Du kannst ja nochmal probieren. Du bist ein Kerl. Ich möchte gerne, wenn es geht, Frauen knutschen. Männer sind so ein bisschen schwieriger zu begeistern fürs Knutschen. Ah, da sieht man ja nichts. So, hier hinten in der Ecke ist keiner. Jetzt bist du total.
Du bist inspiriert von diesem wunderschönen Kurs. Oh, ist ja süß. Hey, die sind hier doch noch. Geh doch dahin. Ruf sie doch mal her. Hey, komm mal hier rüber. Na, blöde Fliegen hier. Ich hab die, glaube ich, schon geküsst. Wamba, wamba. Sharpa. Funktioniert supi. Das Betören ist wirklich so eine Sache, die Hände küssen. Ich hab dich schon geküsst. Nee, hab ich noch nicht. Gut, perfekt. Danke, danke, danke. So, und auch bei dir kläre ich das auf, dass das eigentlich kein Interesse ist, sondern nur eine doofe Wette, die am Laufen ist. Perfekt, ich warte dann hier mal schnell rüber und ich möchte Skin on myself. Long Fuss. Wie, er hat am Ende jetzt doch wieder. Er kann's nicht sein lassen, oder? Er kann's nicht sein lassen. Er kann nicht treu bleiben, anscheinend. Ein ganz, ganz gemeiner ist das. Oh, sorry. Ich kann momentan nicht so zum Essen. Ah, diese Fliegen. Ja, diese kleinen Fruchtfliegen. Ich glaube, sie hasst uns noch mehr, weil wir hier die ganze Zeit rumflirten. Bist du denn ziemlich hin? Darf ich dich denn knutschen oder mag ich? Okay. Samba. Diva Wiss. Vorpassa Masplima. Doki. Hab ich doch mit dir alles geklärt, mein Gott. Oder nicht? So much org. Die hassen mich jetzt beide. Lenard. Chargo Munda. Kann ich meine Wut an irgendeinen? Die Anne ist aber echt süß, ne? Also, vielleicht das romantische Beziehung haben wir da auch noch, obwohl wir halt nur Freunde sein wollten. Ich glaube, ich schicke ihr einfach mal eine SMS, weil irgendwie ist die Anne. Eigentlich ist die echt süß. Wir sind natürlich jetzt eigentlich offiziell mit Lea zusammen. Wir sind offiziell, oder? Ja, wir sind offiziell zusammen, aber mein Gott, ich kann ja trotzdem noch in Wiesel, kann ich hier nicht irgendwo gegentreten? Irgendwo sauer sein oder so? Wütendes Grillen oder ich kann ein wütendes Heu... Nee, wie ein Champion pieseln. Weil ich mich jetzt nicht wirklich durchgehend wütend fühle. Ja, es ist eigentlich auch schon an der Zeit. Eben funktioniert überhaupt nicht mehr. Komisch. Dann gehen wir halt so nach Hause. Ist auch okay. Auch nicht schlimm.
Jetzt habe ich gerade eine Fliege tot gehauen. Bin ja eigentlich nicht so jemand, der... Ne? Bin eigentlich ziemlich tierfreundlich, aber... Dazu kann man nicht irgendwie wirklich tanzen. Da wir tanzwütig sind, dann tanzen wir einfach. Der Fernseher ist kaputt. Ich will ihm keinen Heiratsantrag machen, ich will ihn nur küssen. Repariere ich nicht. Das ist viel zu... Oh, die läuft die ganze Zeit. Ach, oh, ich will dich doch mal küssen, mein Schatz. Irgendwie. Da wird wohl irgendwie nicht wirklich was raus. Dann essen wir halt. Kein Hallo, mein Schatz, dass du wieder da bist. Das finde ich so toll, Kuss, sondern ein Minuikohl. Jetzt gehen die sich so ein bisschen aus dem Weg, ne? Sie liest jetzt, er isst was. Also so ein Hey, mein Schatz, und ich bin wieder da, gibt's irgendwie gar nicht. Hast du es repariert? Mhm, danke schön. Und dir geht's auch wieder besser, weil du tanzen konntest. Jetzt auf einmal romantisch. Und wir müssen mal so ein bisschen über Schule reden. Komm mal so ganz nach deinem Tag. Lehre dich jetzt aber auch über deine Pflichten und wieso ziehst du dir da schon die Hose runter? Bist doch noch gar nicht auf der Toilette. Wie paar Meter kannst du die Hose doch noch anbehalten? Wir werden dann auf jeden Fall in eine tiefgründige Unterhaltung führen, dass das ja nicht so geht, dass er nicht zur Schule geht und dass er so schlecht in der Schule ist. Und werden ihn dann auch da beobachten, dass er seine Hausaufgaben macht. Genau, du machst jetzt bitte deine Hausaufgaben. Ich beobachte dich jetzt dabei. Ich helfe dir auch dabei, gerne. Sie geht schon ins Bett. Irgendwas scheint da nicht wirklich ganz im Argen zu sein. Vielleicht war er einfach zu lange weg, ne? Weil wir waren um 17 Uhr wieder da und er war nicht da. Und er kam dann erst um 22 Uhr wieder. Vielleicht denkt Lea, ja, er hatte dann doch was mit einer anderen. Oh, Pin war schon wieder voll. So, wir sitzen jetzt hier vor der Toilette, falls du kotzen musst, weil die ganzen Hausaufgaben so schlimm sind. Und ich werde natürlich dann auch noch meine Bohnen aufessen. Das waren ja meine, oder? Naja, oder deine. Keine Ahnung, du kannst auch noch was essen. Jetzt geht's. Hier mit eurem blöden Glas Wasser im Mund. Was ist da für dummes Essen drin? Ich hab gedacht, alles, was du kochst, ist super. Lemtim Yanabi, Amphora, Shusha. Ja, Flop, Nurske Pazoi. Nachhilfe auf der Toilette. Ist das nicht schön? So, und dann setzt du dich da so und so hin. Ja, genau. Und dann musst du festhalten und so. Und dann machst du das. Und dann kannst du es laufen lassen. So geht das Pipi machen. Wines, Borna Lumbic, Dolphus Ravuda, Eschkefram, and Naya. Wevu. Wie lange brauchen die denn dafür? Pips! Good for now! Bist du wirklich so blöd, dass du das nicht auf die Reihe kriegst? 75%! Yay, Hausaufgaben sind fertig. Jetzt darfst du dir auch was zu essen nehmen.
wenn man nicht darauf achtet als Vater, dann machen die Kids heutzutage auch ihre Hausaufgaben einfach nicht. Hey. Jawohl! Aha, an Jim. Er ist total stolz. Ah, ich habe meinem Sohn was beigebracht. Das ist nicht cool. Und ich frage mich, hat er kein schlechtes Gewissen? Also ich hätte, wenn ich in einer festen Beziehung bin, ein Kind habe und ich meine, mit, also einfach diese Hintergrundstory habe, mit Lea zusammen, dann mit Lea getrennt, weil ich andere geschwängert habe. Dann bin ich mit der Mutter meines Sohnes dann zusammen eine Weile. Wir wollten dann auch heiraten. Aber haben es dann halt gelassen oder es kam halt irgendwie nie wirklich dazu, hatten dann total Streit mit unserer Verlobten, haben uns dann von ihr getrennt, sind bei der Ex wieder untergekommen, weil wir sonst niemanden kannten zu dem Zeitpunkt und niemand Interesse an uns hatte, weil wir halt einfach so ein Arsch waren. Und jetzt, wo ich wieder mit der Ex zusammen bin, super glücklich bin und froh bin, dass ich hier wohnen kann, dass der Junge dann eine Konstante in seinem Leben hat, also die Familie. Dann auf einmal knutsche ich mit Leuten rum. Und wenn sie das sieht, dann kann das echt super Stress werden. Beziehungsweise, unser lieber Fabian hat auch schon ein paar Sachen gesehen. Und das kann richtig Stress geben, weil Fabian hat Hans in der Hand. Fabian kann Lea alles erzählen und dann wird sie natürlich total austicken, wenn sie dann hört, dass er die ganze Zeit hier rumflirtet mit allen möglichen Leuten und rumknutscht. Das wird sie, dann ist es vorbei. Dann ist... da ist kein Vertrauen mehr da. Ich bin mal gespannt, ob er das dann noch auf die Reihe kriegt. Du guckst kein Fernsehen mehr, du bist ein Schlepp. Ich weiß noch an der Zeit abzuhauen. Aber der Papa ist leider wach. Nein, du gehst jetzt nicht ins Bett. Wir gucken, ob der Sohnemann im Bett liegt und schläft. Okay. Perfekt. Der Sohn schläft, alles ist super. Wir müssen arbeiten. Hier noch die Reste. Nicht mehr viel. Dann haben wir den Schritt geschafft. Unsere Sophia. Unsere Lea will unbedingt reich werden. Aber wenn beides auf A endet. Aha. Ich hab das letzte Mal damit aufgehört mit Jesus 4. Und wenn man dann auf einmal ganz umsteht. Es ist echt schwierig, das manchmal auseinanderzuhalten. Er geht sogar zur Schule. Aber wir haben auch niemanden kennengelernt in der Schule. Oder? Hier ist eine Erwachsene. Wir futtern hier ganz, ganz lecker. So, dann räumen wir doch auf. Das soll ja sauber sein. Obwohl, eigentlich kann sich da auch Hans drum kümmern. Obwohl, wir sind natürlich auch nicht ganz rein. Aber mit Maurice, wir sind nur Freunde. Wir sind echt nur Freunde. Felix auch nur Freunde. Wir haben zwar noch so großes Interesse an ihm, aber es ist relativ gering. Und ich lade ihn noch einfach mal ein. Ich habe noch 2 Stunden Zeit. Das mache ich natürlich, wenn ich pinkeln. Und dann kann ich auch einfach ein bisschen mit Maurice quatschen nochmal. Hey, mein Großer. Lass uns doch. Ich erzähle dir meine fesselnde Geschichte und dann können wir uns eigentlich nicht hinsetzen. Der Hans ist noch am Schlafen. Ich habe noch. Oh, ich habe noch. Okay.
Schön, dann wir mal den Tag. Doba, Grimmix. Frag nicht. Ah, Polingo. Ich muss ich eh arbeiten. Shabini. Ich denke gleich an ein Techtelmechtel. Jana Blasch. Cool. Diefel. Hanna Harnip. Orb. Nurchel. Lumbic Myrna Watch. Yogs. Sigloon Habiro Binacapa. Rasha Parbaleu. Pinner. Fonsnush. Flish. Hando. Aber die sind super süß jetzt ja zusammen. Und gestresste Lehrer. Der Lehrer muss schnell weg, um wichtige Medikamente einzunehmen. Daher bittet er die Klasse, sich ruhig zu verhalten und die von ihm aufgetragene Aufgabe zu erledigen. Soll Fabian gehorchen oder andere Hausaufgaben machen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Gar nichts. Mal die Aufgaben. Er versucht, die aufgetragenen Aufgaben zu erledigen, kann sich aber nicht richtig konzentrieren, da er ständig an einen riesigen Berg Hausaufgaben denken muss. Als der Unterricht zu Ende ist, kann er nicht einmal erinnern, das, was er gelesen hat. Ja, und an dieser Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns in einer weiteren Folge erst wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und bis dahin. Ciao, ciao.